Was ist das denn da? Was ist das? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, das hätte ich vor vielen, vielen Jahren schon spielen sollen, aber irgendwie habe ich es verpasst. Ja, nochmals hallo, so habe ich mich gefühlt, als die Diskussion auf Minecraft fiel. Ja, und es dann hieß, wie, du hast noch nie Minecraft gespielt? Ja, ist irgendwie bisher an mir vorbeigegangen, ich habe keine Ahnung warum. Naja, auf jeden Fall hole ich jetzt nach, dass ich da keine Bildungslücke habe. Denn, ja, da haben ein paar Kollegen haben drüber geredet und ich konnte halt überhaupt nicht mitreden. Und das fand ich eher nicht ganz so schön. Und, ja, naja, ist man ein richtiger Let's Player, wenn man noch kein Minecraft gespielt hat? Also angeguckt habe ich schon öfters mal, ich weiß auch, worum es geht. Hier, wir sehen schon Gotti. Darum geht's ganz klar, Minecraft Gotti. Und wir sind offensichtlich Steve. Sind wir Steve? Ja. Mhm, ja. Wunderbar. Und hast du die Hosen voll? Wunderbar. So. Ja, wie gesagt, noch nie selber gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie man alles baut, wie es genau alles geht. Aber ich denke mal, ja, failen ist nicht so schwer. Das kriege ich hin. Und wir gucken mal, wie sich so ergibt. Ihr seid ja bei mir und dann läuft das schon. So, hier, ja, Kleiderhaken, keine Ahnung. Ja, Standard, Standard-Skin. Entweder hier diese formschöne Frau oder aber Steve. Alex oder Steve. Ja, das sind andere Skins, die, ja. Die sind halt so da. Und, naja, gut. Wir nehmen auf jeden Fall. Wir nehmen Steve. Steve. Und, ja, was gibt's, ja, was gibt's mehr zu machen als neu? Und Welten, was haben wir jetzt hier? C, J. Soll ich hier mal C und J drücken? Ja? J. Okay. Nein? Okay. Ach, das sind die Klammertasten. Naja, egal. Wir haben eine Maus. Freunde, Freund hinzufügen. Ja, ich habe leider keine Freunde. Und Server, keine Ahnung. Ja, sind wohl irgendwelche Server. Keine Ahnung, Welt. Entschuldigung, muss mal ganz kurz. Neue Welt erstellen. So. Neues. Oh Mann. Jetzt ist aber gut. So, neues Realm. Ja. Oder neue Welt, keine Ahnung. Neue Welt erstellen. Ich weiß es nicht. So, neue Welt erstellen. Einstellungen bearbeiten, Spiel. In dieser Welt können Xbox Live-Verfolge verdient werden, aber dafür musst du dich bei Xbox Live anmelden. Nein, das machen wir nicht. Name deiner Welt. Los. Los Voldos? Los Voldolos. Los Voldols. Voldolos. So. Los Voldolos. Ja, das ist gut. Los Voldolos. Oder Los Voldolos? Nein, machen wir Los Voldolos. So, Standard-Spielmodus. Überleben oder kreativ. Erfolge deaktivieren. Was? Xbox Live Erfolge sind in der Welt ein Überlebensmodus und mit deaktivierten Cheats verfügbar. Wenn du fortfährst, wird niemand jemals in dieser Welt Erfolge verdienen. Auch nicht, wenn du vor dem Spiel wieder wechselst. Ja. Keine Ahnung. Hä? Überleben? Kreativ? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Naja, ich lass mal überleben. Friedlich? Einfach normal. Ach, das sind ja diese Viecher bei Nacht. Ach genau, habe ich eigentlich den Timer gestartet? Nein, habe ich nicht. So.
Ah, es gibt ja Zombies und so einen Käse bei Nacht. Ja, stimmt. Naja, ich würde mal sagen, ja, wir machen einfach mal. Ach, komm, wir machen einfach. Ich will mehr bauen. Glaube ich. Startkarte. Bonustruhe. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Spielerberechtigung. ja, keine Ahnung. Besucher können deine Welt erkunden, sie können jedoch nicht mit Blöcken, Gegenständen oder Mitglieder sind aktive Spieler in deiner Welt, die Blöcke zerstören, erstellen sowie Kreaturen und andere Spieler angreifen können. Ne. Standardspielerberechtigung, Besucher. Also Welttyp. Unendlich, alt, flach. Ja, unendlich, keine Ahnung. Sieht. Ach, okay, jetzt kann ich hier... Boah... Keine Ahnung. Außenposten dieser Richtung. Gewundene Fluss. Muss ich hier irgendwas... Simulations... Friendly Fire? Feuer breitet sich aus, TNT explodiert. Kreaturen, Beute, natürlich sofortiger Respawn. Cheats aktivieren. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Multiplayer. Multiplayer gibt's keins. Ressourcenpakete. Globale. Ja. Fordere von Ressourcen anzunehmen. Na. Erstellen. Lass keine Bäume schweben. Welt wird erstellt. Wusstest du, dass du über 5... Also, drücke T-Eingabe oder Controller-Steuerkreuz nach rechts, um den Chat zu öffnen. So, ja. Nochmal herzlich willkommen hier zu Minecraft. So, ich habe keine Ahnung. Weder wo wir sind... Ah, okay. Hier kann ich geduckt gehen, offensichtlich. Was ist schnell laufen? Gibt's nicht. Ich muss mal ganz kurz am... Tastatur und Maus. Automatisches Springen. Ach, ist glaube ich, dass der über diese Dinger läuft, ne? Über die Dinger hoch. Ja, das ist gut. Oder? Doch, das ist gut, glaube ich. Wenn es das ist, ich weiß nicht. Toll, jetzt niest hier das Handy. Ja, ganz kurz mal hier. Ah, okay. So, ah, da plimpert auch die Musik. Schön. Schleichen, runterfliegen. Sprinten ist STRG. Das ist genau falsch rum. Das hier hätte ich gern als Dingens und das hier als STRG. So. Jetzt ist das besser. Huch. Okay, ich hüpf mal. Autsch. Was macht die Kamera denn? Warum sieht denn die Kamera... Soll die Kamera so aussehen? Okay, der rennt jetzt. Warum verzieht es die Kamera so? Das sieht mir komisch aus. Ganz kurz. Ja. Grafik. Bildschirmanimationen. Ist das das? Nö. Das ist immer noch da. Also ihr seht schon, wir spielen hier komplett ohne irgendwelche Filter oder irgendwelche anderen Skins oder sonst irgend so ein Zeug. Ich habe keine Ahnung, was es da alles gibt. Ja. Auto speichern, Rahmen, Spielername und G-Bewegung. Ich glaube, das ist es.
das ist immer noch da. Jetzt muss ich mal kurz mein Handy ausmachen. Das geht so nicht. So. Was? Wo ist das hier? Lass mal sehen. Grafik muss doch hier irgendwie. Das sieht so komisch aus. Gehbewegung, schöne Blätterwolken. Ich meine, so schöne Grafik. Das Blickfeld kann vom Spieler geändert werden. Profil? Ich hab keine Ahnung, warum das. Da muss ich gerade mal meine Lippe essen. Das hilft. Zum Nachdenken. Gehbewegung. Ich hätte gesagt, das wäre die Gehbewegung. Schöner Himmel, weiche Beleuchtung, schöne Grafik. Ist es das? Ich habe keine Ahnung, warum es so ist, aber offensichtlich ist es so. Und die Maus ist noch ein bisschen sehr schnell. Empfindlichkeit machen wir mal auf 50. So, Steve haben wir. Gleich haben wir Steve. So, das ist, glaube ich, so schon besser. Was sagt diese Kiste hier? Was ist mein Inventar? E. Was ist das hier? Okay. Herstellbar. Ach, hier sind die Sachen, die man bauen kann. Ah, jetzt verstehe ich. Ich kenne nur noch so ein altes Minecraft. Ja, keine Ahnung. Was kann ich hier? Hühnchen hauen. Und hier so ein Ding da abbauen. Ja, Schweinchen hauen. Keine Ahnung. Holz holen. Ich glaube, Holz holen ist gar nicht schlecht. Komisches Geräusch. Mit Erde Holz holen, das ist auch naja, egal. Gut, ein bisschen Holz haben wir geholt. So, was ist denn jetzt? Ach, der läuft die ganze Zeit schnell. So läuft er langsam. Ach, wir brauchen gar nicht Shift gedrückt halten. Ah, einmal Shift drücken. Was ist das denn da unten? Da schwimmt ein Delfin. Schön. Wenn ich Shift wieder loslasse, dann rennt er weiter. Und wenn ich dann wieder, dann läuft er wieder normal. Ah, okay. So, ja, komische Inseln hier. Ich würde gern irgendwo hin, wo es ein bisschen mehr gibt als das hier. Ich schwimme, glaube ich, mal darüber. Denn ich habe keine Ahnung, da wo wir jetzt waren, da war ja nicht wirklich irgendwas. Ach, und da ist auch Essen, glaube ich. Wir müssen auch essen, ne? Irgendwie so. Ich schwimme einfach mal darüber. Kann ich tauchen? Ja, kann ich auch. Ich hoffe, uns greift hier nichts an. Was bedeutet immer dieses Kistchen da? Ah, es ist die automatische Speicherung. Das kann sein. Da wird, glaube ich, automatisch gespeichert. Es ist sehr ruhig, muss ich zugeben. Ich dachte eigentlich, da ist jetzt ein bisschen mehr Musik da. Aber ja, wenn es im Laufe der Zeit zu wenig Musik ist, dann könnte ich theoretisch auch mit einer Playlist nachlegen. Meine eigene Minecraft-Playlist zurechtzaubern. Könnte ich tun. Aber jetzt, ja, will ich erstmal ins Spiel reinkommen. Erstmal versuchen, wie das hier funktioniert.
ja. Was ich gelernt habe, was man mir erzählt hat, bei Nacht einfach eingraben. Einfach am besten irgendwo ein Loch buddeln, reinsitzen und wieder verschließen. So, hier sieht's schon besser aus. Was ist das da? Blümchen. Und Kühe, ich höre Kühe. So. Ah, süß, ein Babyschwein. Ach, hier sind die Kühe. Hallo. Oh. Kuh gehauen. Wollte ich so jetzt nicht. Okay, was da drüben? Ich hüpfe mal hier vorsichtig runter. Haben wir denn hier Stein? Nein, wir haben hier nur... Wir haben hier nur Erde, ne? Denn ich glaube, um eine Axt zu bauen, beziehungsweise ein ganz, ganz beliebt bei jungen Leuten, das sogenannte ich glaube, ich schwimme mal darüber, wa? Was mit dem Fisch hier? Kann ich mir den... Nee. Kann ich die kaputt machen? Oh, ja. Oh, hoch. Oh, cool. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fisch erbeutet. Bäh. Gruselige Dinger. Denn wir müssen ja auch ab und zu mal was essen. Oh, was ist das denn? Da ist irgendein Bauwerk. Da hat schon jemand gebaut. Auf meinem Seed. Oh. Ja. Gut, aller Anfang ist schwer. Ich habe keine Ahnung, wie das hier laufen soll. Ich weiß nur, wir müssen uns schnell mal eine Base bauen. Aber ich glaube, das hier ist eine recht größere Insel. So sieht das zumindest aus. So, jetzt habe ich hier einen Knochen, zwei Birken, nein, sechs Birkenbollen, ein Erdeknubbel. Oh, Aquamänner. Hilfe. Die sind gruselig. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Denn ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Außer mein Erdeknubbel. Schwimme ich eigentlich schnell? Keine Ahnung. Oh, es wird dunkel. Ja, es wird dunkel. Das heißt, da werden dann... Oh nein, da werden dann Viecher kommen. Ja, die Sonne geht unter. Das heißt, wir sollten uns vielleicht irgendwo reinbauen. Oder irgendwo hochgehen vielleicht. Aber vielleicht baue ich mich auch irgendwo rein. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ach so, mit Erde. Ja, das geht ja nicht mit Sand. Sand fällt ja immer nach. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Keine Ahnung, so? Gut. Oh. Gut, dann machen wir mal wieder zu. Ja. Hier könnte ich nicht graben. Mich hier mal ein bisschen weiter rausgraben. Wie kann ich denn eine Fackel machen? Es ist sehr dunkel hier. So, herstellbar, gelber Farbstoff, Birkenholz, ja, Birkenholzbretter. Bau. Birkenholzbretter. Ich brauche für eine Fackel, brauche ich so ein Birkenholz, grobe Erde. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll hier. Birkenholz. Mhm. Ja, keine Ahnung. Machen wir mal. Nee. Okay, mit der Taste hier. So.
Hä? Ach so, kann ich... Ah, Birkenholz brettern. Das ist Birkenholz. Es gibt auch Birkenholzbretter. Ach, okay, die kann man gut stacken. So. Ich habe jetzt halt keine Ahnung. Oh, ich sehe, wir müssen essen. Rohrkabeljau. Ah, okay, jetzt habe ich rohen Kabeljau gegessen. Huch. Offensichtlich geht das gut. Birkenstamm. So, Birkenholzbretter. Ich habe keine Ahnung, ob Birkenholz gut ist. Löwenzahn. Gibt gelben Farbstoff. Ja, nee. Brauche ich im Moment nicht. Knochen? Knochenmehl. Warum kommt aus einem Fisch Knochen raus? Das ist schon sehr komisch. Stock. Ah ja, so kann ich Stock machen. Ich glaube... Was ist das? Birkenschalter. Was ist das? Ah, das ist eine Werkbank, die brauchen wir auch. Gut, so. Warum habe ich das, warum ist das so? Gut, die Werkbank stecke ich mal hier hin. Jetzt ist es schon sehr leise irgendwie. Ich mache mal hier Holz. Stock. Ah, jetzt können wir Fackeln machen, sehr gut. Es gibt ganz schön viele, sehr gut. Wunderbar, 32 Fackel, Redstone-Fackel, Hebel. Stock. Fackel. Kohle fehlt. Okay. Das ist Erde, ne? Kann ich vielleicht irgendwie... Achso, ne, da brauche ich eine Werkbank. Muss ich die Werkbank aufstellen dazu? Dann kann ich doch was bauen. Sind hier eigentlich Viecher oder habe ich jetzt keine Viecher? Also böse Viecher. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas entdecken kann. Oh ja, da ist so ein... Da war so ein grünes Viech. Gut, dann grabe ich mal hier weiter. Oh. Oh. So, da machen wir wieder zu. Na toll, hier ist alles voll mit Stein. Ja, gut. Machen wir uns mal ein bisschen größer, so. Also sorry, dass ihr jetzt nichts seht. Denn ich sehe selber fast nichts. Aber ich habe keine Kohle oder so, womit ich eine Fackel machen könnte. Und ich finde es irgendwie ein bisschen doof, dass jetzt schon Nacht ist. Und dieses plötzlich Hochrennen ist auch doof. Das mache ich mal aus. Tastatur, Maus, automatisches Springen, so. Ja. Jetzt muss ich selber hochspringen, das ist, glaube ich, besser. So, 9, Werkbank. So, und jetzt? E. Nein. I? Tab? Keine Ahnung, womit kann ich die Werkbank benutzen? Block auswählen. Gegenstand fallen lassen. Inventar ist E. Perspektive wechseln, hochfliegen, sprinten links, rechts.
Kreatureffekte. Befehlszeile. Was ist denn Slash? Achso, Wechsel. Ah, so ein Ding jetzt hier. Okay, Oh, jetzt kommt auch wieder Musik. Schön. Angreifen, zerstören, Block auswählen, Taste 3. Ah, mit Rechtsklick kann ich... Ah, okay. Das heißt, damit abbauen und damit anklicken. Ah, ja, wunderbar. So, jetzt sieht es hier schon ganz anders aus. Eine Steinaxt. Bringt mir nichts. Eine Holzaxt. Bringt mir nichts. Kann ich wieder diese Dinger bauen? Diese Holzdinger wieder zurück? Holzen? Wahrscheinlich nicht. Fass. Ein viereckiges Fass. Nein. Holzhacke? Nein, ich hätte mir Dinger übrig lassen sollen. Eine Angel. Süß. Ja, ich kann nichts von all dem machen. Hm. Holzschwert auch nicht. Holzschaufel auch nicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall Eichenholzbretter. Sonst bringt das gar nichts. Wie sieht's denn jetzt aus? Ist denn schon wieder Tag? Kann ich hier gucken? Oh ja. Oh ja, die Sonne geht wieder auf. Ja, wunderbar. So, ich mache mal so. Oh, ach so, die sollte ich vielleicht mitnehmen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Habe ich die jetzt wieder? Ja, Werkbank ist wieder da. Wunderbar. Oh Mann. Also ich bin... Da ist so ein Creeper im Wasser. Der geht dann da aber auch ein normalerweise, oder? Sollte der eigentlich... Noch tingelt er hier rum. Stirbst du jetzt? Hallo? Nicht, dass der zu mir kommt. Also, ich nehme an, dass der dann irgendwann eingeht. So, und wir brauchen Holz. Da ist eine Taube gerade geflogen. Hier haben wir Zombies unter Wasser oder irgendwelche komischen Meerleute. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich darüber? Was macht diese Taube da? Ist das eine Taube? Oh nein, da ist so ein Zombie. Der jetzt gerade stirbt, weil er ins Licht geht. Kann ich den mit Erde vermöbeln? Okay, ist gestorben. Was hat er hinterlassen? Fleisch, Zombie-Fleisch. Keine Ahnung. Ja, hier komme ich nicht hoch. Hier vielleicht. Böse. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Was ist das? Ah, eine Spinne. Okay, Spinnen sind ins Wasser gefallen. Kann ich dieses Zombie-Fleisch essen? Verrottetes Fleisch. Jetzt habe ich verrottetes Fleisch gegessen. Ich habe jetzt quasi eine Fleischvergiftung oder sowas. Das ist alles grün hier und verschwindet. Ich glaube, ich werde ziemlich schnell eingehen hier bei diesem Spiel. Gut. Ja, genau. Dann falle ich auch noch runter, breche mir auch noch die Gebeine. Hier komme ich sowieso gar nicht hoch. Außer ich baue mich da hoch. So. Ich möchte ja schließlich schauen, was da oben kommt. Ja, so. Ach ja, was ist das denn da? Was ist das?
sind das für Dinger? Hm. Mal ins Inventar glotzen. Kakaobohnen. Oh, cool. Kann ich die essen? Wo ist denn das? 4? Nö, kann ich nie essen. Oh, damit kann ich abbauen. Okay. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder ist, Time to Play, hier bei, ja. Bei Minecraft. Tatsächlich. Ja. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.